Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 Wiederaufbau. Im letzten Part war hier mächtig was los. Wir haben den armen kleinen Leon mal alleine gelassen, beziehungsweise er hat sogar ein Kindermädchen bekommen, hat sich aber dann gedacht, nö, ich lege mich einfach unten auf die Couch und schlafe eine Runde, während die anderen weg sind, weil wir hatten ja noch unsere Pärchen hier. Also Susanne mit ihrem Reinhold und den Marcel mit seiner Lena. Und die haben wir einfach zusammen in eine Gruppe gepackt und sind mit denen ab in die Disco, ins PBZA und haben da ein bisschen abgefeiert als Gruppe und haben getanzt, haben geschmust, haben uns was zu trinken bestellt, haben kurz in einem Whirlpool gebadet, versucht Foodback zu spielen und. Auf jeden Fall war es wohl doch ein Knaller gewesen. Ja, und danach sind wir todmüde und ziemlich hungrig hier wieder angekommen, weil natürlich gab es da nichts zu essen. Da hatte ich nicht dran gedacht, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen besser geworden. Aber egal, das Ding war ein Knaller und damit bin ich äußerst zufrieden. Und jetzt liegen wieder alle im Bett und schlafen. Oder? Tun sie doch. So, hopp. Ja, also ich fand, das war ein super Samstag und die Pärchen waren auch wirklich mal miteinander unterwegs und nicht immer nur einzeln und sonst wie. Das war mir mal wichtig, weil man macht ja auch mal so Vierertreffen, Dreierdates oder Zweierdates oder wie auch immer man das schimpft. Und das haben wir jetzt mal gemacht. Jo, jetzt ist wie gesagt hier Sonntag, die können ausschlafen, können machen, was sie wollen im Prinzip. Die Hausaufgaben sind alle erledigt. Mal gucken, was uns für diesen Tag Schönes einfallen wird. Jetzt warten wir, dass sie ausschlafen. Kommt, geht mal einer, seid ihr jetzt mal wach? Ich tue mal wieder auf langsam. So, du bist doch wach, Junge. Könntest ja mal aufstehen. Hunger hat er. Haben wir denn da noch was zu essen? Ich glaube, wir haben... Du könntest mal füllen. Ich weiß nicht, was du hast. Wahrscheinlich wieder irgendein Fisch. So, ihm geht's auch gut und ihr geht's noch besser. Ja, perfekt. Oh Gott, sie schnarchen sich eins da oben. Ja, geh mal gucken, was es noch so zu essen gibt. Ah ja, ich wusste doch, da war doch noch ein Fisch. Genau, pack den mal in den Kühlschrank, dann können wir da wieder was Schönes draus kochen. Und dann guck mal, ob du noch irgendwelche Reste hast. Das ist zwar alles irgendwie nichts Müsli-mäßiges oder so. Weißt du, es sieht ja gerade keiner. Ich hab halt... Nee. Du darfst mal Plätzchen essen. Ey, was hast du jetzt? Reinhauen. Ja. Hör mal auf, reinzuhauen. Essen ein paar Plätzchen und gut ist. So, und ihr seid auch schon wach. Ja, toll. Wo ist sie? Sie hat sich verkrümelt. Komm, du Guter, dann geh doch mal hier benutzen und Hände waschen. Und was macht sie? Ah, sie steht mal nicht an der Staffelei. Ich bin beeindruckt hier, hallo. Du möchtest einen Blog über Kunst und Handarbeit schreiben und mit jemandem über ein Hobby reden. Ja, dann mach das doch mal. Blog über Kunst und Handarbeit. So. Du bist die Kekse am Naschen und du könntest mal... eine Runde Dart spielen. Ui. Und was machst du? Muss kein Bett machen. Und dann könntest du aber auch mal wieder ein Frühstück servieren. Das ist ganz wichtig. Wie wär's mal wieder mit Pfannkuchen? Ja gut, dann tu halt erst frühstücken. Also, du hast doch gar keinen Hunger. Jetzt fang erst mal hier an. Da spielen. So, er hat ja auch aufgegessen. Genau, du könntest mal den Müll rausbringen. Was hältst du denn davon? Hopp. Einmal Müll raus, damit wir mal wieder ein paar Wünsche hier erfüllt bekommen. Ah, da ist die neue Zeitung. Und dann könnten wir ja eigentlich auch nochmal... Denen geht's gerade allen super, super gut. Da könnten wir doch nochmal auf ein Grundstück gehen. Ja, du könntest mal bitte gießen. Ah, hier, Ernte verkaufen. Wobei, warte, gieß das aber erst nochmal bitte. Und das... gießt auch und das musst du pflegen und gießen und dann gucken wir mal, was du da an Ernte hast. Und ja, dich wollte ich was kochen lassen, damit wir mal wieder was im Kühlschrank haben. Also koch mal Pfannkuchen. Kannst du schnell mal machen. Dann könnt ihr vielleicht doch, bevor es losgeht, ja, mal sehen. Schauen wir mal. Ah, ich wüsste was, wo wir mal wieder hingehen könnten. Ja, da muss jetzt auch noch gepflegt werden. Also viele pflegen.
Ja. Und hast du die schon gegossen? Weiß ich nicht. Gieß die einfach nochmal. Der Aubergine geht's gut. Der Paprika geht's noch nicht so gut. Da musst du nochmal gießen, ja. So, die sieht dann auch gut aus. Und dann kannst du da die Ernte verkaufen. Sehr schön. Ja, bevor die Sonne zu sehr drauf klatscht. So, Ernte verkaufen. Mal gucken. Wie ist sie? Sie ist gut. Also sie grinst und ist grün. Auch wenn sie irgendwie verdorrt aussieht, aber wir wollen ja mal wieder ein bisschen Geld machen, ne? Unser kleiner Leon mit seinem Gemüse muss was verdienen. Was ist das überhaupt für eine Pflanze? Gurke. Gurkenverkauf. Für 138. Wow! Ich glaube, du musst die irgendwie nochmal gießen. Die sind mir noch zu... Die sehen alle noch so verdorrt aus. So. Und dann kannst du hier mal was essen. Jawohl. Und du kommst auch mal da weg jetzt mit deinem Kunstblock und tust auch mal eine Kleinigkeit futtern. Und dann schauen wir mal. Hat denn der Marcel einen bestimmten Wunsch? Nee, jetzt hat er den natürlich nicht. Ist ja klar. Du mit deiner dummen Krähe. Ich tu das wieder weg hier. Das ist mir zu dumm. So, pack weg. Genau. Und dann kannst du noch die Reste weglegen. Alle essen was. Ja. Rest weg. Bräuchte der junge Mann mal Hygiene. Aber bevor du Hygiene brauchst, kannst du vielleicht hier noch mal ein bisschen nach Schatz graben. Weil wir brauchen noch mal ein bisschen Geld, um hier das Ding fertig zu kriegen. Hüfte, alles nix. Ah, und sie räumt ihr Zeug bitte auch weg, ja? Gut, sehr brav. Alle am Aufräumen. Ja, und dann würde ich sagen, Susanne. Susanne, 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 geht bitte hier abziehen, benutzen, Hände waschen und malt weiter. Dann können wir da nämlich auch wieder was verkaufen. Leon hat seinen Verkauf für heute ja schon erledigt. Der war Spitzenklasse. Was haben wir gekriegt? Ein Stein. Okay, du kannst gleich weiter buddeln. Müssen wir hier jetzt noch irgendwas machen? Da hinten. Ja, hau, guckt euch diese Pflanze da an. Die strahlt ja richtig gut. So, Mann, wenn du die gepflegt hast. Ah, das Problem ist, na, vielleicht solltest du auch noch mal ein bisschen mit den Pflanzen quasseln. Das schadet mit Sicherheit nicht. Und dann, ja. Und du könntest hier noch mal, du bist doch unser guter Ausgräber. Komm, grab noch mal ein bisschen hier. Und dann kannst du auch duschen gehen. Das ist eine gute Sache. Ich meine, ich könnte natürlich auch direkt mit denen wieder auf irgendein Grundstück, aber das Problem ist dann wieder wie gehabt. Dass ich wieder mittendrin speichern will wahrscheinlich und das ist mir zu dumm. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich noch was vor, wie sie auch noch mal an Geld kommen könnten oder so. Aha, ein Knochen, okay. Gibt's auch noch andere gute Sachen außer dumme Knochen und Steine? Ich muss hier weiterbauen. Oder ich will hier weiterbauen. Wer war denn das eben? Schon fertig? Was machst du? Halt, stopp. Was hast du jetzt gemacht? Er hat gepflegt. Und dann nochmal viele Gießen, bitte. Ah. Ich sag doch, die sehen ein bisschen verkümmert aus hier. Du musst es schon fertig machen da. Noch ein Knochen. Okay, mit den Reden muss er dann jetzt nicht. Was hast du denn noch für Wünsche? Schmetterlinge fangen, Block. Haben wir gerade irgendwelche Schmetterlinge hier rumwirbeln? Warte mal kurz, ich gucke. Ich sehe die ja immer nicht. Ich suche Schmetterlinge. Hier fliegen Blätter oder was, ne? Insekten aufspüren könntest du natürlich auch mal wieder. Das wäre auch mal wieder cool. Aber die kann man halt nicht verkaufen. Ich sehe hier gerade keine Schmetterlinge. Und es sieht nach Herbst aus. Ja, es sieht voll nach Herbst aus. Dann warte mal. Du könntest natürlich auch mal wieder angeln. Fische angeln ist auch immer gut. Komm, dann angelst du noch ein bisschen. Das ist eine super Idee. Du gehst angeln. Und er geht duschen. Jawohl, das ist in Ordnung. So, dann haben wir hier, was haben wir da? Drei Knochen. Zack, bumm.
Weg damit. Hat sie noch irgendwas? Ja, sie hat da noch was und er hat gerade nichts. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was die liebe Susanne da zeichnet. Ja, hallo. Habe ich jetzt Pause gedrückt? Nee, ah, das wird bestimmt wieder ein schönes Gemälde. Und sie strahlt sich wieder eins. Ich finde das genial, ey, Leute. Es macht Spaß. Ich bin auch am Überlegen, ob wir nicht dann später hier diesen blöden, der steht da ein bisschen doof rum, dieser Schreibtisch, finde ich. Den tun wir, glaube ich, dann nach oben stellen. Wir haben ja so einen riesen Flur, da kann der wunderbar hin. Und dann kommen, wenn Gäste reinkommen, setzen sie sich vielleicht auch nicht direkt an den PC, sondern gehen eher Dart spielen oder so. Das denke ich, ist dann auch nochmal ganz witzig. Was ich auch gerne noch hätte, wäre so eine Musikanlage. Was willst denn du jetzt machen? Halt! Ja, ihm kann ich irgendwie gerade keinen gescheiten Wunsch erfüllen. Das ist blöd. Ach, Kreativität. Warte mal, gab's doch aber auch. Chat mit ausschalten. Gab's da nicht auch mal Buchschreiben oder irgend sowas, was kreativ gemacht hat bei so einem Computer? Nee. Wie sieht eigentlich, Momente mal, wollte ich auch mal gucken. Oh, er ist fit, okay. Dann, kannst du eigentlich wandern gehen? Nee, leider immer noch nicht. Meditieren kann er. Uiuiui. Ja, gut, dann mach, was du willst. Ist in Ordnung. Und unser Leon fängt uns hoffentlich. Da sind Schmetterlinge. Hier, da, Schmetterlinge fangen. Hallo. Kennt ihr da? Kann ich die anklickern hier? Die. Warum kann er hier keine Schmetterlinge fangen? Es ist doch bescheuert da. Schmetterlinge fangen. Mach das mal. Das ist ja ein Wunsch. Da können wir nämlich dann hinterher weiter angeln. Das ist ja kein Thema. Komm, beeil dich, bevor die weg sind. Ich habe die vorhin nämlich gesucht. Fang du mal wieder ein paar Schmetterlinge. Müssen ja hier ein paar Wünsche erfüllen. Hopp, hopp. Kann man Schmetterlinge auch verkaufen? Das wär's doch, hä? Wir fangen Schmetterlinge und verkaufen die dann. Nochmal. Oh, er hat welche. Beim ersten Mal. Juhu. Vampirfalter. Oh. Oh ja, was richtig Gutes. Jetzt, wo schleppst du es denn hin? Und haben wir den Wunsch erfüllt damit? Ja, und jetzt will er nämlich. Ja, das ist gut. Dann kannst du jetzt weiter angeln. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass er diese Fische. Was will er angeln? Katzenwels und einen Forellenbarsch hinkriegen und dann will er noch einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Das mit der 1. Wie steht der denn schulisch? Ja, das kriegen wir eh nicht mehr hin. Irgendwie mache ich mit den Kindern hier Hausaufgaben ohne Ende und sonst noch was, aber das kriegen die irgendwie alle nicht hin. Sie ist schön am Malen, du bist da was am. Ja, genau. Du willst am liebsten schon wieder kochen, stimmt's? Hat auch nur eine 2 plus, der arme Kerl. Das ist so traurig. Warum habt ihr gerade so bescheuerte Wünsche? Ehrlich, ich will euch irgendwie andere Wünsche geben. Du könntest dir mal die tollen Schmetterlinge ansehen und sie dann bitte auch wieder freilassen, weil nicht, dass die kaputt gehen. Ja, träumst du vom Kochen, ne? Ich weiß, aber. Ach, warte mal, wie sieht's denn eigentlich kochmäßig bei ihm aus? Er könnte ja sich auch noch einen Kochpunkt verdienen, indem er ein bisschen Fernsehen guckt. Das ist doch auch noch eine Idee. Das könnte er mal machen. Ja, genau. Und dann gehst du Fernsehen. Zack. Damit wir vielleicht beim nächsten Besuch, ne, vielleicht noch eine Chance mehr haben hier. So, lass sie frei. Komm, lass sie frei. Nicht wegschleppen. Wo willst du denn hin mit den armen Schmetterlingen? Ganz in die Hinterste-Ecke, damit sie ja ins andere Grundstück fliegen. Tschüss, damit ihr nicht wieder angefangen werdet. Wie, sie kommen wieder. Das hat nicht so gut geklappt. So, auf jetzt. Geh mal ein bisschen schneller da Fernsehen gucken. Oh Gott, das dauert immer 5 Jahre und ich weiß nicht, wie lange noch. So, und dann tun wir mal umschalten auf Schlemmer-TV. Ja, es ist heiß, was? Egal, hab ich verpasst. Oh, und wir haben einen Wunsch erfüllt. Leon, Leon, was hast du gefangen? Was hast du für einen gefangen? Ein Forellenbarsch, jawohl, sehr schön. Und was will er jetzt? Ein Katzenwels angeln und dann will er Samen aussehen. Ich klicke das an. Sehr schön. Und was willst du hier?
zusammen spielen, ja, das müssen wir auch mal wieder machen. Oh Gott, oh Gott. Meinst du schaffst den da noch? Wir können natürlich auch wieder Samen aussehen. Wir haben ja jetzt wieder Platz, er hat ja was verkauft. Was macht das Gemüse hier? Dem geht's gut. Ach, das ist herrlich. Ich finde das so toll. Und da unten die kleine Erdbeerpflanze, die keiner will. Wir düngen das natürlich diesmal auch und dann pflanzen wir. Oh, cool. Halt, stopp. Moment. Wir haben Erdbeere, Paprika, Aubergine. Dann kann hier wieder eine Tomate hin. Zack. Und was hast du jetzt? Wow, was ist das für ein Riesenviech da? Guckt's euch an, ey. Der Geisterfisch. Sieht doch aus wie ein Geist, oder? Der Geisterfisch. Ist das ein Dingsbumswels? Wahrscheinlich, weil, oder? Ha, mal gucken. Wir spulen mal weiter. Yes, er war es. Jawohl. So, dann kannst du aufhören zu angeln. Was willst du jetzt für einen Wunsch? Jemanden einladen. Ja, gut, das können wir gerne bringen. Aber vorher muss ich mal bei Susanne gucken. Halt, Susanne, nicht weglaufen. Ich muss gucken, was du dein Gemälde da vertickst. Ach, schönes Gemälde. Und verkaufen für 501. Yeah, wir kriegen wieder Geld, wir kriegen wieder Geld. Dann darf sie auch noch ein bisschen buddeln. Ach, herrlich. Und, was hast du denn eigentlich für Wünsche, dass wir da die will ein Date haben und über Hobbys reden? Igitt, jetzt regnet's. Ja. Dann komm mal hierher. Jetzt ist aber der Marcel gerade am Fernsehen gucken. Ja, Gott, ist ja wurscht. Ich glaube, der hat seinen Kochpunkt. Wartet mal. Ich muss nachgucken. Ja, er hat einen bekommen. Das ist gut. Ja. Das heißt, du kannst jetzt mit ihm über Hobbys reden. So, zack, gebum. Wir haben keinen einzigen Einser-Schüler hier, aber das macht nichts. So, ihr redet mal über Hobbys. Kochkunst, genau. Rede mit ihm darüber. Das ist wunderbar. Du musst auch nicht gucken, dass es regnet. Das ist alles egal. Und du bist am Duschen? Mhm. Was ist? Gott, du siehst so niedergeschlagen aus. Hast du jetzt gepflanzt? Ah ja, das musst du dann noch angießen eigentlich, ne? Egal. Geh mal schön duschen, das ist in Ordnung. Wir haben heute den Tag der Wunscherfüllungen. Ja, erzählt euch was. Genau. Was will sie jetzt? Ein Gerät zur Unterhaltung, ein Auto und eine... Ja, du willst immer nur so einen Kram kaufen. Ein Fähigkeitspunkt. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Moment, was brauchst du noch? Ja, kochen könntest du gerade mitmachen. Komm, dann setz dich hin und guck auch ein bisschen Kochkurs. Und er kann auch wieder Kochkurs gucken. Hat ja, glaube ich, auch keinen anderen sinnvollen. Nee, er will auch wieder einfach nur... Krea. Ach, warte mal. Mach Tagebuch schreiben kreativ? Dann mach mal Tagebuch schreiben. Vielleicht ist das was, was kreativ macht. Ansonsten, wir könnten ihn natürlich jetzt auch an die Staffelei packen. Na, mal gucken. Macht das kreativ oder macht das gar nichts? Ich glaube, das macht gar nichts. Nee, das bringt gar nichts. Dann gehst du heute mal hoch. Komm, du darfst jetzt, weil sie ist gerade leer, dann geh malen üben. Dann krieg ich endlich diesen Kreapunkt weg. Das ist fein. Und da haben wir wieder einen Wunsch erfüllt. Ach, das macht ja richtig Spaß. So, was will sie jetzt? Marcel einen Insiderwitz erzählen. Okay. Vorher gehst du aber bitte auch nochmal hier ein bisschen nach Schatz buddeln. Das muss sein. Wir brauchen nochmal Kohle für die nächsten Arbeiten hier. Oh, hoffentlich wird es nicht vom Blitz getroffen. Ja, dann haben wir 3:30 mittags. Das heißt, Leon könnte danach ein kleines Mittagsschläfchen halten. Ja. Hilfe, Hilfe! Susanne! Krabb schneller! Nicht, dass du uns hier vom Blitz getroffen wirst. Aber ich will jetzt ausgraben. Ein Stein. Hey! Wow! Halt, halt, halt. Gott, so schnell komme ich gar nicht hinterher. So, und Stein haben wir gefunden. Hey, ich habe gerade in mein Adressbuch geschaut. Vielleicht können wir uns später treffen. Ja, das Problem ist, junger Mann, unser Marcel ist ein bisschen müde. Und da ist auch jemand. Wen willst du, Marcel? Ach so. Mhm. Liegst du schon im Bett? Ja. Marcel ist gerade am Malen. Der wollte diesen Kreapunkt. Den soll er auch kriegen. Nee, dann kann jetzt gerade keiner ans Telefon. Hihi. Dann machen wir weiter. Hopp. Halt! Ah! Susanne hat einen... Was?
Hat gefunden, ein Drachen. Ja, war der nicht cool, der Drache? Den hatten wir doch auch letztens mal gehabt. Da war doch schon mal was mit so einem genialen Drachen, der so viel wert ist. Da müssen wir gleich mal gucken. Gucken. Erstmal Steinchen weg. Juhu, und Knochen weg. Und Drache. 430 Leute, wir haben fast 3000 Simeons. Ey, das ist der Hammer, ist das hier. So, dann gehen wir säubern und duschen. Hey, cool. Ja. Also, ich sag ja, es geht vorwärts. Also bald ist hier vorbei. Was eigentlich schon wieder fast schade ist, ne, weil man die ja total lieb gewinnt hier. Aber ich muss sagen, mit dieser Challenge bin ich total zufrieden, wenn man überlegt, wie das anfing. Da mit der lieben Mama, die sich beim Kochen verbrannt hat, dann war sie tot, die Kinder waren allein daheim, alles war abgebrutzelt, kein Haus mehr, kein gar nichts, keine Perspektiven. Und was aus denen geworden ist und was die sich hier Schönes aufgebaut haben, also wenn ich mir das so angucke, Leute, ich bin total happy in, wo sind wir gerade, glaube bei Part 67 sind wir aktuell. Da haben wir schon was Tolles hingekriegt, ne? Dann mach hier mal bitte aus. Und dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen auch noch ein bisschen, wir haben hier noch ein bisschen. Da, recycle das mal. Also, ich bin echt begeistert. Und wenn man mal schaut, ich meine, gut, das mit den Schulnoten aus irgendeinem Grund hat das ja nicht so geklappt. Normal müssten die eigentlich alle Einser-Schüler sein, so brav, wie die immer Hausaufgaben machen und alles. Aber wenn man sich mal anguckt, was die an Fähigkeiten hingekriegt haben. Susanne mit ihrer Hobbybegeisterung und auch die anderen, jeder hat so sein Hobby und führt das aus und bedient das und macht damit das Beste. Also wenn wir unseren kleinen Gärtner hier nicht hätten, der da dauernd seine Ernten verkauft und Fische fängt und was weiß ich noch. Also das ist schon echt genial, ne? Muss man mal sagen. So, du könntest mal einen Teil lesen über Kunst. Kannst du mal machen, bis dein Bruder da endlich mal diesen Fähigkeitenpunkt hat. Naja, lang kann es nicht mehr dauern. So. Du kannst mal wieder aufwachen. Ich glaube, du hast Mittagsschläfchen lang genug gehabt. Ja. Ups. Ach so, ja, sie liest über Kunst. Ich dachte eben schon. Was hattest du? Du wolltest jemanden anrufen, einladen, zusammen spielen, reden und auch einen Fähigkeitenpunkt. Ne? Das ist doch wunderbar. Dann ruf mal an, Sim. Das ist auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Ja, genau. Juhu, und endlich hat er den Punkt gekriegt. Ja, dann kannst du nämlich jetzt auch aufhören zu malen. Und auch goldigst. Prima. Gehst du mal benutzen und Hände waschen. Halt hier. Huhu. Na. Okay, wen rufen wir denn an? Ich glaube, der hatte angerufen und meinte, du meldest dich nicht. Wollen wir ihn einladen? Na, der kann jetzt eh nicht mehr kommen um die Uhrzeit. Nee, dann tu plaudern. Das ist okay, zählt hoffentlich auch ein bisschen. So, was wollte ich mit dir noch? Hände waschen anklicken. Genau. Und dann, was hast du jetzt für Wünsche? Oh ja, yeah. Kreativität 6 will er haben. Kochen 6, das ist mir sogar lieber. Und Logik will er auch noch haben. Ich mache mal den Kochpunkt diesmal dran, weil das mit der Kreativität schwierig ist, da ja eigentlich die Staffelei immer von der lieben Susanne besetzt wird. Was ja auch Sinn macht. So, Susanne liest sich eins. Wo bist du? Bist du auch wieder am Leuchten? Oh ja, sie strahlt wieder. Hallo, Miss Radioaktiv verstrahlte Susanne. Nee, nee, nee. Nur hobbymäßig am Strahlen. Gut, dann kann sie auch mal auf Toilette gehen und Hände waschen. Jetzt haben wir den ganzen Sonntag nur daheim verbracht. Aber wir haben viel erreicht. Also, ich bin begeistert. So, ja, er will mit ihm spielen. Jemmel Ja gut, guck mal, vielleicht kannst du ihn ja doch noch einladen. Ich bezweifle das zwar, aber versuch's nochmal. Wenn das klappt, dass er herkommt, dann könnt ihr auch nochmal spielen. Dann ist das in Ordnung. Oh, hier, einladen, ja, mach mal. Weil ich glaube, es ist zu spät, deswegen habe ich das nicht geklickert, aber vielleicht da. Oh, doch, er darf. Er darf. Ja, cool. Ja, und damit haben wir den... Boah, cool. Was willst du jetzt da? Oh ja, vielleicht können wir das noch irgendwie hinkriegen. Nee, 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 nee. Du kommst mal bitte hierher. Auf, Franz, zeig dich. Wo bist du? Hallo?
glaube, der kommt nicht mehr. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Doch, da ist er. Juhu, und da ist er. Da ist er. Halt. Kurz. Begrüßen. Zack. Können wir vielleicht den Spielewunsch noch erfüllen? Ach, jetzt ist es da. Deswegen. Siehste. Nix war's. Okay, was willst du denn jetzt wieder? Du hast noch Glück und willst noch einen Fähigkeitenpunkt haben. Ich glaube, letztens hat er Logik trainiert und ist unterbrochen worden. Dann geht doch da noch... Ey, noch ein bisschen üben. PC ist blöd. Was machen die zwei? Ah, die stehen da oben. Mhm. Und sie wollte ihm einen Insider-Witz erzählen. Genau, das können wir auch noch machen. Und da halt ein Insider-Witz. Ja. Also sie sind alle gut geraten. Das wollte ich vorhin noch sagen. Ich bin da total stolz auf meine Leutchen hier. Und ja. So, will er jetzt auch noch irgendwas? Weil so langsam läuft mir die Zeit weg. Er kann sie ja mal wertschätzen, bewundern und vielleicht einfach mal freundschaftlich umarmen. Und dann können wir mit ihm... Er wollte auch Logik. Genau, dann kann er ja vielleicht hier mal mitspielen mit seinem Bruder. Genau. Das ist ein guter Plan. Das ist ein super guter Plan. Tada. Ja. Und meine Zeit ist auch schon wieder um. Ach du, meine Schande. Gut, damit du da noch einen anderen Wunsch kriegst, kommst du jetzt her und hüpfst auf der Couch rum. Da. Und dann können wir gucken, ob wir sie nochmal irgendwie vor ihre Staffelei packen oder so. Ja, und ich denke, der nächste Part... ist dann auch schon wieder ein Baupart. Ja, danke, dass du gehüpft bist. Das ist sehr schön. Und jetzt will sie... Ah, Computerspiel. Was? Computerspiel spielen. Nee, du musst jetzt nichts zu Abend essen. Kannst du noch ein Computerspiel spielen? Wo ist spielen? Zack. Und da machen wir dann auch endgültig Schluss, bevor meine Zeit da ewig rennt. Die sind noch am Wünsche erfüllen und dann können die auch bald ins Bett. Aber das machen wir, wie gesagt, im nächsten Part. Na super. An der Grenze zu Platin stoppen wir das Ganze jetzt. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem, ja, wunscherfüllten Tag. Und wo wir auch nochmal gut Geld gemacht haben. Ja, und dann, wie gesagt, nächsten Part gucke ich, was hier noch zu bauen ist. Und ich glaube, es dauert dann wirklich nicht mehr lange. Und dann sind wir hier auch durch. Mal gucken, vielleicht für den letzten Part, den es dann irgendwann gibt, lasse ich mir auch noch was einfallen. Beziehungsweise ich habe da natürlich schon längst eine Idee. Und dann geht's bald los mit der nächsten Challenge. Ich freue mich schon wie Bolle drauf, ganz ehrlich. Ich kann es ja kaum noch abwarten. Das ist immer so das kleine Trostpflaster, wenn was zu Ende geht und man eigentlich traurig ist deswegen. Dann aber weiß, oh, das nächste Neue fängt bald an. Das hilft einem da ganz gut drüber weg, muss ich sagen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.